Kronkorken für eure Bewährung, richtig? Hier. Ich hoffe, das ist der richtige Betrag. Jetzt müssen wir uns aber auf den aktuellen Notfall konzentrieren. Wie kannst du bei der Sicherheit deiner Schwester so herzlos sein? Ich frage mich, ob es dieselben Raider sind, die die letzte Lieferung gestohlen haben. Wenn sie das unverdünnte Serum verwendet haben, würde das ihren ungewöhnlichen Erfolg gegen Edwards Männer erklären. Was genau bewirkt das Serum? Dafür ist jetzt keine Zeit. Ich erkläre es dir unterwegs. Bevor wir gehen, musst du eines wissen. Wenn wir in Parsons sind, musst du genau das tun, was ich dir sage. Nicht mehr, nicht weniger. Verstanden? Warum ist das so wichtig? Wenn die Eindringlinge an Edwards Männern vorbeigekommen sind, haben sie vielleicht eine höchst gefährliche Situation verursacht. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man mit diesen Gefahren umgehen muss. Ist das deutlich genug? Verstehe. Gut. Stell sicher, dass du alles für einen ernsthaften Kampf dabei hast. Ich warte draußen auf dich. Keine Sorge, ich regle das. Ich wusste, dass es so enden würde. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass du Lorenzo dort einsperrst. Das ist nicht wirklich hilfreich, Mutter. Außerdem war es deine Idee, das Serum zu verwenden. Was wirst du also tun? Ich... Bereit? Gehen wir. Du solltest wissen, womit wir es zu tun bekommen. Mein Vater ist in Parsons eingesperrt. Zu seiner eigenen Sicherheit und der aller. Er wurde gefährlich und labil, nachdem er ein altes Artefakt in Arabien gefunden hatte. Ich habe mein Leben lang versucht, ihn zu heilen. Edwards Männer scheinen sich gut verkauft zu haben, aber leider nicht gut genug. Wir müssen zu meinem Büro. Dort können wir sehen, wie schlimm die Lage wirklich ist. Okay, bleib bei mir, folge meinen Anweisungen, dann dürfte alles gut gehen. Los jetzt! Verdammt, die Tür ist von der anderen Seite aus blockiert. Wir müssen sie irgendwie umgehen. Ich kann nicht glauben, dass sich der Aufwand lohnt. Sieh dich da um. Nichts als Staub und Schrott. Oh, es wird sich lohnen. Warte, hör zu. Mach dich bereit. Von hier stammt, wird es sich aber so richtig lohnen. Wie hast du überhaupt was abbekommen? Lefty kann dich nicht ausstehen. Ich hab... Endstation!
Alles klar? Mir geht's gut. Edward, wie schlimm bist du verletzt? Noch bin ich nicht tot, aber ich kann nicht aufstehen. Konntest du verhindern, dass sie den Aufzug benutzen? Ja, ich habe den Aufzug in den Keller geschickt und abgeschaltet, wie du gesagt hast. Gut. Ich habe einige von ihnen mit Kugeln durchsiebt, bevor sie mich zurückgelassen haben. Hab schon länger niemanden gesehen. Denke ich, ist schwer, nicht das Zeitgefühl zu verlieren. Kannst du wirklich nicht aufstehen? Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ja, Jack, da bin ich mir verdammt sicher. Schon gut. Mach dir keine Sorgen. Dann müssen wir uns eben hier alleine drum kümmern. Sie sind definitiv in den Keller vorgedrungen. Aber ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Ist jetzt aber auch egal. Wir müssen durch den verlassenen Teil des Gebäudes. Sieht aus, als würde das Abramelin-Feld noch funktionieren. Obwohl mehrere Sicherheitstüren im Keller bereits aufgebrochen wurden. Wir sollten uns beeilen, wenn wir sie aufhalten wollen. Sie scheinen unbedingt zu Lorenzo vordringen zu wollen. Was genau geht hier eigentlich vor? Ich denke, du solltest es wissen. Wie du dir inzwischen denken kannst, leben meine Familie und ich schon sehr lange. Dank des Serums, das wir aus dem Blut meines Vaters gewinnen. Ich hatte die Veränderungen in seinem Blut ganz früh entdeckt, als ich versuchte, das Artefakt zu entfernen. Mir ist es gelungen, die anormalen Bestandteile zu isolieren, mit denen wir unsere Serumbehandlung durchführen. Warum kannst du das Artefakt nicht entfernen? Als Lorenzo es umlegte, hat es sich mit seinem Nervensystem verbunden. Alle Versuche, es zu entfernen, hätten ihn fast umgebracht. Seitdem versuche ich zu verstehen, wie es funktioniert. In der Hoffnung, es neutralisieren oder deaktivieren zu können. Es ist schwer zu sagen, wie gefährlich Lorenzo durch das Artefakt geworden ist. Er ist nicht nur gemeingefährlich und geisteskrank, sondern verfügt über größere Stärke und ist gegen die meisten Arten körperlichen Schadens unempfindlich. Außerdem beherrscht er eine Art lokale Telekinese, die durch das Artefakt selber hervorgerufen wird. Wir müssen jetzt in den Keller, bevor die Eindringlinge einen Weg finden, Lorenzo zu befreien. Folge mir! Sei vorsichtig, Jack. Du auch. Da. Wer ist da? Du bist sowas von tot! Diesen Trakt haben wir nie benutzt. Seit Jahrzehnten ist hier niemand mehr gewesen. Wir wissen nicht, worauf wir hier stoßen. Was für ein Chaos. Hoffentlich finden wir einen Weg dadurch. Der Lastenaufzug ist im Erdgeschoss. Komm! Macht Left diese Lange. Dieser Ort ist mir unpass. Hör auf, diese Idioten einfach rein! Ich sage sie fest!
du kannst hier gewinnen? Willst wohl Spielchen mit mir spielen, was? Wenn ich dich finde, kriegst du eine Kugel in den Kopf. Mir egal, ob... Wie viele Bastarde sind das denn noch? Noch mehr von denen? Gut, der alte Lastenaufzug funktioniert noch. Damit kommen wir in den Keller. Komm, nach unten. Das ist der einzige Weg nach unten. Hey. Wir müssen uns beeilen. Töte jeden, den du siehst. Zögere nicht. Sie dürfen Lorenzo nicht befreien. Nicht verhindern, dass diese Clowns hier reinstürmen. Komm schon, verdammt! Öffnet die Tür! Diese Idioten versuchen, das Abramelin-Feld abzuschalten. Das ist das Einzige, was Lorenzos Ausbruch verhindert. Wir müssen da rein und sie aufhalten. Hallo, Jack. Ist lange her, dass ich das Vergnügen eines persönlichen Besuchs hatte. Vater, ich werde dir mein Ende setzen. Meine Kräfte sind gewachsen, Jack. Das Artefakt will mir noch so viel beibringen. Und wenn ich frei bin, bringe ich dir auch alles bei. Ich kann dich erst rauslassen, wenn ich das Artefakt entfernt habe. Mal sehen. Bei Luzifers Eingeweiden. Sie haben alle Sicherheitstüren verriegelt. Ich muss sie von hier aus nacheinander entriegeln, während du dich den Gang entlang bewegst. Schnell jetzt! Richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Ihr wehrlosen Maden! Macht schon! Die Zeit wird langsam knapp. Ich öffne den Haupteingang. Schnell! Das Abramelin-Feld ist abgeschaltet. Anscheinend wird das Ganze jetzt. Was? Stand gemacht! Zurückkehrt. Ich muss endlich frei sein. Mein Arm! Verdammt! Es dauert
dauert nicht mehr lang, dann kann ihn nichts mehr aufhalten. Es ist noch nicht zu spät. Es wird dauern, bis seine Kräfte zurückgekehrt sind. Noch können wir ihn aufhalten. Hör nicht auf meinen Sohn. Er ist hier der Verrückte. Sieh nur, was er mir angetan hat. Ich habe eine Sicherung in das Eindämmungsfeld integriert. Stell die 4 Abramelin-Generatoren auf manuelle Steuerung. Dann kann ich tödliche Zeta-Strahlung in seine Zelle strömen lassen. Tu das Richtige. Öffne diese Tür und lass mich raus. Hör nicht auf ihn. Das kann er sehr gut. Das merkst du doch. Denk an alles, was dir Jack erzählt hat. Wer ist deiner Meinung nach der Verrückte hier? Es sind noch 2 übrig. Mach schnell. Sonst läuft die Zeit weg. Tu das Richtige. Lass mich hier raus. Das war's. Keine Sorge. Die Zeta-Strahlung tut dir nichts. Tut mir leid, Freund. Ich habe alles getan, um das hier zu verhindern. Ich glaube fast, einen Weg gefunden zu haben, um das Artefakt zu entfernen. Lügner! Ihr hättet mich ewig ausgesaugt, wenn's nach euch gegangen wäre. Mickriger Wurm, denkst du wirklich, du hättest die Macht, mich zu zerstören? Leb wohl, Vater. Entschuldigung. Wir hatten keine andere Wahl, oder? Was hätte er getan, wenn er freigekommen wäre? Oh, er hätte uns beide getötet. Und dann den Rest meiner Familie. Und das wäre erst der Anfang gewesen. Seine Verbrechen, als er damals noch frei war. Nur wegen des Einflusses meiner Familie ist er hier gelandet und nicht in der Todeszelle. Die Welt heute, sie ist für Monster wie geschaffen. Nichts hätte ihn aufhalten können. Nein. Ich habe meine Frage beantwortet. Wir hatten wirklich keine Wahl. Das mit Lorenzo tut mir leid. Danke, das weiß ich zu schätzen. Bevor du gehst, ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Ich brauche deine Dienste nicht mehr. Du brauchst mich nicht mehr? Nein, ohne Parsons brauche ich wohl nicht mehr so viele Mitarbeiter. Die Rettung deiner Familie muss dir doch mehr wert sein als das. Weißt du, ich war so nah dran, das Artefakt zu verstehen. Da ich es jetzt direkt erforschen kann, kann ich vielleicht was Nützliches damit machen. Komm in ungefähr einer Woche wieder zu uns nach Hause. Vielleicht war meine ganze Forschung doch nicht umsonst. Hi. Ah, da bist du wieder. Gute Nachricht. Ich weiß, wie die Telekinese des Artefakts genutzt werden kann. Ich hab's an diesem alten Lasergewehr befestigt. Es ist nicht möglich, es ohne direkte Nervenverbindung zu kontrollieren. Diese Funktion wurde durch den Tod meines Vaters wohl oder übel zerstört.
Aber du verfügst noch immer über eine mächtige, zielgerichtete Kraft. Schau's dir mal an. Wie funktioniert es? Es verwendet normale Energiezellen. Die interne Energiezufuhr des Artefakts wurde zerstört. Ansonsten einfach zielen und schießen. Es tötet keine Menschen, aber vielleicht ist es trotzdem nützlich. Ich? Wohl eher nicht. Vielleicht reise ich endlich in den Südwesten. Mein Vater war überzeugt, dass eine weitere Stadt der Außerirdischen in der Mojave-Wüste begraben liegt.